Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, das letzte Mal mit unseren unglaublichen vielen, vielen Klassen, Interfaces, abstrakten Klassen sind letztes Mal dazugekommen. Und heute geht es um das Schlüsselwort Protected. Und da mache ich doch glatt mal wieder hier diese beiden Konsorten weg. Dieses Implements kann raus. Apropos Implements, von abstrakten Klassen erbt man mit Extends, nicht mit Implements. Das habe ich letztes Mal vergessen zu erwähnen, fällt mir gerade so auf. Und dann kann ich natürlich hier auch dieses Ding hier wieder rausmachen. So, eigentlich kann ich die ganze Klasse hier wieder rausmachen. Okay, was wir jetzt haben, ist eine simple Vererbungshierarchie von Schule und von Class Gymnasium, das von Schule oder die von Schule erbt. Was hier jetzt passieren kann, ist der Zugriffsmodifikator Protected. Protected ist speziell für solche Klassenhierarchien gedacht. Das heißt, den habe ich euch vorher noch nicht zeigen können, weil wir noch nicht mit Vererbung gearbeitet haben. Protected gibt mir an, wie sich das Ganze verhält. Zur kurzen Erinnerung, Private lässt mich auch in Unterklassen nichts machen. Das heißt, wenn ich hier Private String Name habe, dann habe ich hier zwar diesen Private String Name zur Verfügung, aber ich darf zum Beispiel hier auch in meinen Methoden, darf ich nicht irgendwie sowas machen wie Name gleich Hans oder sowas. Das geht nicht, weil das Ding ist private. Das heißt, selbst Unterklassen dürfen nicht auf den Namen zugreifen. Bei public darf jede Klasse auf diesen Namen zugreifen. Das heißt, ich darf nicht nur hier den Namen setzen, sondern ich darf auch hier unten sagen, YouTube ist ein schlechtes Beispiel, weil es eine Website ist, g.name ist gleich whatever. Und das ist natürlich teilweise einfach zu viel. Wenn ich jetzt aber möchte, dass man innerhalb von Klassenhierarchien, das heißt in meinen Unterklassen, auf diesen Namen zugreifen kann, dann nehme ich Protected oder in unserem Fall jetzt Anzahl Schüler. Protected gibt Unterklassen die Berechtigung, alles zu machen, als wäre das Ding public. Das heißt, ich darf hier sagen, Anzahl Schüler ist gleich 42 und das ist absolut okay. Aber wenn ich hier draußen jetzt sage, g.anzahl Schüler ist gleich 1337, dann komme ich hier in die Bredouille und das darf ich dann wiederum nicht machen. Das heißt, wir haben hier so ein Zwischending zwischen Public und Private. Unterklassen dürfen alles, Oberklassen, die normale Klasse darf sowieso alles, die darf auch bei Private alles, aber außerhalb darf ich es nicht mehr tun. Ja, und das ist natürlich in den meisten Fällen auch wirklich sehr, sehr sinnvoll, weil ich auch tatsächlich noch Zugriff haben möchte in meinen Unterklassen, weil ich irgendwelche internen Variablen oder sowas verändern muss. Klar, oftmals natürlich auch private sehr sinnvoll, aber manchmal wirklich auch protected und ganz selten dann auch tatsächlich mal public. Ja, sehr kurzes Video heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.